Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit den nächsten Rennen. Heute mal wieder ein bisschen am Tag, weil wir da ein paar Rennen offen haben. Und ja. Da ist ein Rennen, was gut Kohle bringen würde. 50.000, die nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja. Dann gucken wir vielleicht mal, ob wir wieder ein neues Auto kriegen. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir Level 30 ein paar freischalten, aber nun ja, ja nicht so, aber egal. Ja, keine Sorge, das machen wir noch irgendwann mit der Story-Mission. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Leveln. Also jetzt verdienen wir jetzt mal ein bisschen Kohle, heute zumindest mal. Und deswegen. Das heißt Raptor, dieser bringt uns 50.000 Dollar. Und den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch ein neues Auto kriegen. Jetzt wird zurück kurz drin, drei Runden. Na dann. Na, ist wieder einer, der ein bisschen versucht, mal wegzukommen. Ja, die Corvette, ja, ja. Aber mit dem Driften nicht so ganz gut. Ich dachte, es geht doch darum, aber scheinbar nicht. Jetzt haben wir eine Corvette und eine Viper vor uns. Die kriegen wir doch. Du bist die Viper hier. Bist du von der Nase umtänzelt hier? Ja, der zieht da nicht gegen. Da hab ihn. So, erste Runde rum. Ja, wieder die. Wieder die Corvette, hinten sitzt wieder der Renz vom Feld. Also die hängen uns ziemlich nah alle dran, aber gut, wir sollten alle ungefähr die gleiche Stärke haben. 300 ist das Minimum, 301 haben wir. So, jetzt haben wir gleich noch eine Runde. Die letzte Runde jetzt für diesen Ring. Okay.
So, jetzt sind wir schon ein ordentliches Stück weg. Oh, da kam einer von der Seite rüber. So, jetzt habe ich dann links kommen, dann haben wir es ohne Probleme eigentlich mehr oder weniger geschafft, dieses Rennen hier zu gewinnen, diese 50.000 einzusammeln. $50.325, die uns gehören. Ja, das hat er mit 222, also 300 war so das Minimum, das wir machen müssen. Aber gut, das haben wir nicht. Das wird mir eigentlich egal sein. So. Hier haben wir einen Time Trial noch. Ja, haben wir hier noch was? Aber hier nochmal. Hätten wir nochmal den Lichtstrahl. Gehen wir ein bisschen Achterbahn fahren, komm. Hier sind es nochmal 45.000, also fast ziemlich genau 100.000, die wir jetzt fast kriegen für nur zwei Rennen heute. Nehme ich gerne mit. So, versuchen wir es mal, wenn die Jungs da vorne gar nicht bekommen haben, dann haben wir einen Skyline, den etwas der vorigen Generation hier von unserem. Wir haben ja auch den GTR. Ja. Na gut, den kriegen wir schon rein. Ja, der hat sich doch noch irgendwie gehalten. Und auch diesmal ist es ein Rundkreuzrennen. Ich muss mir die zwei Hangels hier vorne erstmal einfangen. Erstmal ein bisschen von der Strecke geschoben, jetzt von vorne mal.
Halbzeit. So, dann nehmen wir mal kurz das mit hier. Mit dem Schild. Gehen wir wieder zur Runde jetzt. Na, also wirklich wegkommen wir nicht. Also nicht so, wie es das normalerweise in den Kennis, wo dann immer einen Kilometer Vorsprung haben, aber das ist jetzt nicht der Fall. Ja doch, jetzt können wir. Jetzt wird der Abstand größer. So, dann haben wir jetzt noch diese eine kleine Kurve hier. Und dann gehört das Ding uns. Ja, 45.700, leicht verdientes Geld, das nehmen wir gerne mit. Gerne noch ein Drifting. Das war in der nächsten Folge. Machen wir, dann sehen wir uns dann wieder. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Need for Speed Heat.